Erhöhte Turn. Rubens zieht daneben. Jetzt geht man auf die äußere Linie. Und diesmal macht man es mit dem Zielfoto aber ganz genau. Ist das knapp. Ist das knapp. Wir hatten gewonnen. Barrichello, das gibt's ja nicht. Das hat Barrichello gewonnen. War jetzt das Absicht oder haben Sie sich das verschätzt? Das war die Frage, die ich dir stellen wollte. Weil, dass Sie ein Fotofinish machen wollten, das ist mir klar. Aber war jetzt das Absicht? Oder nicht? Oder Boxenfunk, meine Herren. Er zeigt ihm, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Scheiße. Was für ein Kuriosum am Ende. Da erzählen wir Ihnen bereits 20 Runden vor Schluss. Die fahren festgehackt nach Hause. Ja, die wollten ein Fotofinish nebeneinander mit der Ziellinie und der Michael fährt einen kleinen Tick zu langsam. Und Rubens Barrichello gewinnt das Ding mit Absicht oder nicht, das werden wir erklären. Ich glaube, das war nicht Absicht, weil das Zeichen vorhin, du hast gewonnen, war der Rubens weiß das noch gar nicht. Ist natürlich auch, je nachdem wie man es wertet, eine Riesengeste untereinander. Und zeigt der Konkurrenz natürlich auch nochmal, wisst ihr was? Jetzt demütigen wir euch psychologisch am Ende nochmal dermaßen. Und da kann man lachen, das ist Nigel Stepney. Rubens Barrichello ist der Sieger in Amerika. Aber die schütteln auch einen Kommandostand im Box. Das war nicht Absicht, das ist passiert. Du glaubst wirklich, die haben das verbockt? Ja, ja, glaube ich. Vater Barrichello? Nein, ich dachte schon. Mal abwarten, was da gleich gesprochen wird. Also, das ist das Ergebnis. 0,011. Und wahrscheinlich kann man wirklich drüber lachen. Barrichello von Michael Schumacher. Coulthard Montoya, das ist geblieben. Kommt schon in der Angriff im Windschatten. Kampflinie von Räikkönen. Michael Schumacher außen hat er mehr Grip. Er hat ihn und Räikkönen hält dagegen. Bravo, wie Montoya letztes Jahr. An derselben Stelle. Abgewehrt zum Ersten. Das war mutig. Michael Schumacher mustert durch die Pylonen steuern. Räikkönen kann dagegen halten. Erinnerst du dich noch gegen Montoya in Ungarn? Jetzt muss er ganz nach innen Kampflinie fahren und Michael ist eigentlich vorne, aber hat natürlich die Außenbahn und der Kimi fährt einfach mit ihm rum und zwingt ihn aufs Grün, da muss man vom Gas gehen und ist noch in Führung. Oh, das war aber 1-0 im Duell. Jetzt müssen wir mal sehen, was Michael macht. Jetzt wird er natürlich das nächste Mal ein bisschen konsequenter sich reinquetschen. Zu schlecht war seine erste Runde. Spannung. Mika Häkkinen! Aus! Und Schluss in Führung liegend in der 30. Runde. In der Schikane, weggedreht, man sieht noch die Spuren. Schau mal, wie die Fans da jubeln, das ist unfair. Ja. Das ist unfair. Was hat er da angestellt? Hatte er ein Problem? Frenzen führt. Hier Achtung, die Wiederholung, Marc. Heck bricht aus. Ich würde jetzt einfach sagen, Fahrfehler. Schlicht und einfach. Um Himmels Willen. Ich sehe keinen Grund, warum ihm das passiert. Er wirft das Lenkrad da weg. Tja, und das sind eigentlich Szenen, die wir nicht sehen wollen. Das ist einfach unsportlich, aber Tifosi sind Italiener und Italiener sind Ferrari-Fans. Ärgert er sich wirklich über sich selbst? Ich glaube ja. Achtung, schauen Sie aus der Onboard. Boah, das geht nicht! Und da hat er jetzt definitiv zu viel gewollt beim Verteidigen. Frontflügel weg, über die Schikane geflogen. Prost ist vorbei. Das war zu viel. Als Teamchef der Sieger. Der 6. Sieg eines Deutschen in der Grand Prix-Szene ist gleich perfekt. Der Renningenieur damals, Giorgio Ascanelli, heute mit Gerhard Berger in diesem Team mitverantwortlich. Der war der Renningenieur damals von Gerhard bei diesem Sieg. Die können es gleich feiern. Der jüngste Sieger der Formel-1-Geschichte kommt aus Heppenheim. Sebastian Vettel nimmt den Schwung um die Parabolica mit und gewinnt in Monza. Vettel
der Champion im Park. Das ist eine Sensation. Unfassbar. Wahnsinn. Das muss jetzt erstmal sacken. Und hier sind die Plätze. Kovalainen auf 2, Kubica auf den Podest. Alonso holt Rang 4. Der war der Erste, der auf die Intermediates ging. Dann Heidfeld, Massa vor Hamilton. WM-Führung auf einen Punkt, sprich auf 3 insgesamt ausgebaut. Die Entscheidung in Paris steht aus. You have won the Italian Grand Prix. You have won the Italian Grand Prix. I'm proud of you. Bravissimo. Bravissimo. Impressionante. I don't know what to say. I miss the word. Grazie mille. Grazie mille. Ungara, perfetto. Thanks. Wonderful race. Great job. Yeah! Ungara, perfetto. Das heißt, ein perfektes Rennen. Und dem können wir uns nur anschließen. Grazie mille, Sebastian Vettel. Das war ganz großer Sport. Mega. Mega.